Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Unboxing hier bei Ultimate Games. Ja, ich habe wieder eine Musikbox bekommen, ein Riesenpaket, wie man hier sehen kann. Und es ist diesmal wieder ein Hip-Hop-Album, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Und ich würde sagen, ich mache mal diese schöne Verpackung auf. Das ist ja eine Riesenbox, beziehungsweise ein Riesenkarton, wo hier bei Amazon gekommen ist. Und wenn die Box genauso groß ist, dann hoi, hoi, hoi. Kann ich euch sagen. Wird sehr viel drinne sein. Ihr werdet vielleicht schon euch Gedanken machen, wer ist es denn? Und es ist eine Riesenbox. Ist wirklich die größte Box, glaube ich, die ich bis jetzt habe. Von dem lieben Shindy, die ja am 11. November normalerweise rauskommt. Bei mir ist jetzt ein Tag früher erschienen. Dreams heißt das gute Stück vom netten Herr Shindy. Und sie ist wirklich ziemlich groß. Hier ist nochmal das Dreams-Logo in Orange. Unten das FSK 16-Logo. Die Seiten sind, also die oben und unten ist auch orange. Der Rest ist blau gehalten. Schöner Himmel. Schlicht. Auf beiden Seiten Dreams. Und es ist wirklich eine Riesenbox. Der Inhalt kann ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Ich habe mich jetzt im Vorfeld überhaupt nicht spoilern lassen und habe einfach mal die Box vorbestellt, ohne dass ich irgendwie weiß, was genau drin ist. Aber das werden wir jetzt, denke ich, gleich erfahren. Die Musik braucht man, denke ich, nicht großartig drüber reden. Die finde ich persönlich sehr cool. Ich habe auch schon das Fuck Bitches Get Money Album gekauft. Ich habe zwar da damals keine Box bekommen, weil sie sehr schnell ausverkauft war, aber ich habe mir die normale CD geholt und da war die Musik ziemlich geil drauf. Also ist ziemlich cool. Man zieht das Teil einfach so hoch und hier hat man jetzt auf einmal eine orangene Box mit dem schwarzen Dreams Logo vorne drauf. Hinten dasselbe nochmal. Und es ist genauso wie bei der Classic Box. Die zieht man einfach rechts und links auf. Kann ich das mal kurz vormachen? Geht es ein bisschen schlecht mit einer Hand? Ich mach's mal so. Dann sieht man schon einen Teil davon. Einmal so. Und da fällt schon die Hälfte raus. Das ist nicht so gut. Cool, kommen wir als erstes natürlich zur Dreams CD. Hey Gott, die geht schon alle von alleine auf. Hier sieht man das coole Cover mit dem Jungen vorne drauf. Ich vermute mal, das ist er. Ich weiß es nicht genau. Und dann natürlich Bargeld, Autos. Das, was man sich halt so erträumt. Hinten die Tracks mit insgesamt 15 Liedern. Feature-Gäste sind natürlich auch dabei. Einmal Rin, dann Bushido natürlich, dann Ali Bumbaye. Und ja, kann ich mal den Inhalt zeigen. Alles schlicht gehalten in Blau. Eine CD, beziehungsweise zwei CDs. Instrumental-CD ist natürlich dabei hinten und vorne die normale CD. Dann zeige ich euch noch ein paar Sachen. Hier nochmal die Shindy-Tour, Dreams-Tour 2017. Könnt ihr gucken, wo er überall ist, in welcher Stadt. Hinten noch ein bisschen Werbung von seinem Fanshop, beziehungsweise Bushido-Fanshop. Und hier nochmal das Artbook mit den ganzen Liedern, ein paar Bildern drin. Alles eigentlich ganz cool gemacht in dem Blau, Himmelblau. Ja, wenn die Musik genauso cool ist, dann hat sich der Kauf schon mal gelohnt. Ist natürlich noch lange nicht alles. Jetzt kommen wir zum nächsten. Hier machen wir dieses Pappdings ab. Oh, hier ist was ziemlich Großes drin. Ist jetzt eine gute Frage, was das ist. Das seht ihr aber zum Schluss vom Unboxing. Kommen wir als nächstes. Das scheint irgendwie ein Code zu sein. Ich weiß aber nicht genau, für was der Code ist. Keine Ahnung. Vielleicht kann man da das Album online nochmal runterladen. Keine Ahnung, hier steht irgendwas drauf von God for Two Album Downloads. 31.12.2017. Das wird nochmal irgendwas, vielleicht noch irgendein Extra sein, was man runterladen kann. Dann haben wir hier nochmal eine DVD vom Shindy-Album. Da sind wahrscheinlich ein paar Sachen drauf, wie zum Beispiel, wie der ein oder andere Track entstanden ist. Dann wahrscheinlich noch ein paar Live-Aufnahmen von der Classic-Tour vielleicht eventuell. Oh, ich bin ja blöd, hier hinten steht es ja auch drauf. Panamera Flow, Classic,
NWA, Ace-T, Rowley, Sterne und JFK und Safe. Das sind die Menüs oder besser gesagt das, was vorkommt auf der DVD. Werde ich mir natürlich auch reinziehen als Shindy-Fan. So, dann kommen wir zu guter Letzt zu diesem mysteriösen Objekt hier. Keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, ich habe mich im Vorfeld nicht spoilern lassen und habe es einfach mal bestellt, ohne dass ich weiß, was überhaupt drin ist. Oh, das ist ziemlich groß. Was ist denn das, verdammt? Also ein T-Shirt ist es schon mal nicht. Was könnte das sein? Okay. Aha, ein Rucksack. Okay. Auch nicht schlecht. Habe ich bis jetzt auch noch an keiner Box gehabt. Ein Rucksack vom lieben Shindy. Ja. Was kann man dazu sagen? Ich gehe ja nicht mehr in die Schule. Aber Rucksäcke kann man immer gebrauchen. Der ist auch ziemlich groß. Ist keine so schlechte Idee, das in eine Box zu packen. Beim Contra K Labyrinth Album, da war ja eine Sporttasche drin und eine Trinkflasche. Ist auch keine so schlechte Idee. Und beim Shindy ist jetzt halt ein Rucksack drin. Das wird die Leute freuen, die noch in die Schule gehen. Die können den Rucksack gleich mitnehmen als in ihre Schulsachen reinpacken. Und für alle anderen Leute, wie zum Beispiel mich, kann man auch so mal mitnehmen natürlich. Einfach mal unterwegs, wenn man irgendwas reinmacht. Ist auf jeden Fall ein cooler Rucksack. Ja, liebe Leute, das war's auch schon vom lieben Dreams-Album vom Shindy. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch das Album auch gekauft habt, beziehungsweise die Box, was ihr von Shindy so haltet, was ihr von Bushido so haltet. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Unboxing. Der Ultimate Games ist heraus. Ciao, ciao. Pfiuh.